Herzlich willkommen zum Energie-Update für die Woche vom 1. bis zum 7. Mai 2023. Mein Name ist Heike Bartels und ich möchte jetzt gern mit euch teilen, was mir meine Guides oder es sind aufgestiegene Meister für die nächste Woche mitgeteilt haben. Das erste Thema ist: Achte auf deine Träume. Und das hängt sehr zusammen mit der Blutmondfinsternis am 5. Mai. Die heißt so, weil der Mond direkt hinter der Erde durch diesen Schatten läuft und die Erdatmosphäre absorbiert das blaue Licht, sodass der Mond orange erscheint. Die spirituelle Energie von diesem Mond ist Transformation und eine bessere Verbindung zur, zur göttlichen, magischen Energie, zu der Kreationsenergie. Und das bedeutet natürlich, dass wir unsere Träume und unsere Ziele jetzt leichter in die Realität bringen können und das natürlich nutzen können und dürfen. Es könnte sein in dieser Zeit, dass du Träume hast, und zwar nicht nur nächtliche Träume, sondern auch Tagträume, also so eine Art Vision, dass Bilder erscheinen oder eben so Szenen, kurze Szenen. Und dafür ist es eine gute Idee, wenn du ein Traumjournal führst. Vielleicht machst du das sowieso schon und das dann auf deinem Nachttisch aufbewahrst oder so, dass du es zur Hand hast, um das alles aufzuschreiben. Und es ist nicht so wichtig, was in diesen Träumen genau passiert, sondern wichtig ist, wie du dich fühlst. Das bitte unbedingt detailliert aufschreiben, das könnte sehr hilfreich sein. Und du könntest Wissen bekommen oder Informationen oder auch Symbole. Und wenn du nicht sofort weißt, wofür die sind, was sie bedeuten und worauf sie dich hinweisen sollen, dann mach das nicht. Versuch nicht irgendwie es rauszufinden oder grüble, sondern lass es einfach liegen, schön aufgeschrieben, und zur rechten Zeit wirst du dann erfahren und merken und es wird dir einfallen, was es bedeutet und wie du dieses Wissen für dich verwenden kannst und wie es auch gedacht ist. Also es könnte sein, dass du innere Führung bekommst, also göttliche Führung. Es könnte auch sein, dass emotionale Heilung eintritt. Oder dass alte Glaubenssätze und alte Denkmuster transformiert und durch anderes ersetzt werden, was für dich hilfreicher ist in deiner jetzigen Situation und Stand deiner persönlichen Entwicklung. Es kann auch sein, dass du einen besseren Zugang bekommst zu deinem inneren Wissen und zu deiner Intuition, dass sich vielleicht auch intuitive Fähigkeiten verbessern. Das kann ich ja von mir aus eigener Erfahrung auf jeden Fall sagen. Das hat sich ja in den letzten Jahren sehr verändert mit den Guides. Neuerdings bekomme ich auch Informationen über Teile der Gesellschaft, die für bestimmte Menschen in meinem Umfeld sehr wichtig sind. Ich möchte das jetzt hier nicht genauer spezifizieren, aber es ist einfach hilfreich und wichtig und das war mein Wunsch und dem wird immer stattgegeben. Also wenn du einen Wunsch aus dem Herzen heraus hast, dann wird es auch so passieren und du wirst die entsprechenden Fähigkeiten oder lernen, bekommen. Ja, genau. Es könnte auch sein, dass du Einsichten erhältst, die dich dazu veranlassen, ganz wichtige Veränderungen in deinem Leben vorzunehmen. Also lebenswichtige Veränderungen, ganz entscheidende Veränderungen, weil du eben halt bestimmte Ziele in deinem Leben verfolgen möchtest. Und dann muss man natürlich auch fertig und bereit dafür sein. Nicht nur man selbst, sondern auch manchmal Umstände verändern. Das zweite Thema ist die Rückkehr auf den Seelenweg. Ja, es heißt nicht unbedingt, dass wir davon abkommen, aber wir haben ja, bevor wir auf dieser Erde inkarnieren, haben wir ja bestimmte Dinge beschlossen, die wir experimentieren möchten. Und durch diese ganz drastische Situation in den letzten Jahren ist es nicht einfach gewesen, da drauf zu bleiben. Wichtig ist zu wissen in diesem Zusammenhang, dass Finsternisse immer bis zu 6 Monate
einen Effekt haben können. Also es muss nicht jetzt genau passieren, sondern es ist eine Energie, die auf den Weg gebracht wird und du merkst es vielleicht kaum, aber in 6 Monaten denkst du dann, ja, genau, das war der Moment, da habe ich gedacht, da muss ich was ändern oder das war dieses oder jenes Event und Ereignis, da wusste ich dann, das geht jetzt so und so, ja. Genau, du wirst dich erinnern, was auch immer wichtig ist. Und ja, die Guides haben gesagt, dass mit dieser unglaublichen Angst, ja, diesem Ausmaß an Angst, das im Kollektiv war und dann gleichzeitig diese unglaubliche Ablenkung durch Social Media, durch unsere Smartphones und ständig überall bereit und so weiter zu sein, aber auch dadurch, dass vor allem biologische Familien getrennt wurden, auch durch Bewusstseinstrennung und das war auch so gedacht, sind die Menschen entwurzelt ein Stück weit und glauben auch nicht mehr so sehr an sich selbst, ihre Träume, Ziele und Visionen. Und ja, stattdessen waren wir in so einem Modus, wo wir von Tag zu Tag leben gelebt haben, auch weil jeden Tag wieder ein neues Bombardement, ein neues Reglement kam und so weiter. Also es war auch ja gar nicht möglich, langfristig wirklich zu planen. Ja, wir waren also alle in diesem Überlebensmodus und die Narrative, die kommen, erst kommt Covid, dann kommt der Krieg und jetzt kommt wieder der Klimawandel. Dadurch wird ja auch dafür gesorgt, dass dieser Stresslevel möglichst hoch gehalten wird. Aber je länger das andauert, desto eher wird die Strategie jetzt auch durchschaut. Und die Menschen erkennen, das sind Narrative und wo überall gelogen wurde, das enthüllt sich jetzt ja und zeigt sich ja langsam, sodass wir das alles auch für uns selber anders bewerten können, wenn wir das möchten. Und es ist natürlich auch so, dass man nicht kontinuierlich auf diesem hohen Stresslevel überhaupt funktionieren kann, sondern man muss einfach irgendwann abschalten und zur Ruhe kommen. Und das haben wir alle gemerkt in der letzten Zeit. Und manche früher, manche später, das ist auch nicht wichtig. Aber wichtig ist, die meisten Menschen haben aufgehört, irgendwie Nachrichten zu sehen oder die sozialen Medien und haben angefangen, sich zu entspannen, Meditation zu machen oder eben auch mein Feel Good Workout zum Beispiel. Und rauszukommen aus dieser nur Stress. Frequenz. Und wenn wir dann zurückfinden in unsere eigene natürliche Frequenz, dann können auch die Dinge endlich wieder zu uns finden, die eigentlich für uns gedacht sind. Und das ist eben das, weshalb es jetzt heißt Rückkehr auf den Seelenweg. Es passieren solche Dinge zum Beispiel, wie dass wir neue Gelegenheiten bekommen. So plötzlich und unerwartet. Und genauso unerwartete kann auch etwas enden. Oder wir bekommen neue Ideen und haben Intuition, plötzlich irgendwelche Visionen umzusetzen. Ja? Also das und jenes möchte ich jetzt machen. Es könnte auch sein, dass wir uns erinnern an etwas, was wir in der Kindheit wollten. Denn unsere Seele ist ja, wenn wir jung sind, noch viel enger mit uns verknüpft, als dann zu dem Zeitpunkt, wo es dann mit der sogenannten Bildung beginnt und wir eigentlich konditioniert werden in bestimmten Bereichen und vergessen, was uns eigentlich wichtig war. Ja, auch wenn du vielleicht noch nicht genau weißt, wofür das ist, was da jetzt gerade kommt an Veränderungen, ist es auf jeden Fall natürlich wichtig, diese Veränderungen willkommen zu heißen, in dem Wissen, dass sie positiv für dich sind und auch dieses positive Wissen aufrecht zu erhalten, weiterhin dich auf die höchsten menschlichen Ideale zu fokussieren, denn das hält deine Frequenz hoch und das ist jetzt ganz wichtig, damit wirklich jetzt alles langsam kommen kann, was sich da sozusagen in der Warteschleife befunden hat, durch die äußeren Umstände, ja, und nicht nur durch diese Stresslevel, sondern bestimmte Dinge waren ja auch einfach nicht möglich, aber jetzt gibt es die Möglichkeit und es wird sich ein Weg finden. Und deswegen bleib positiv, sei glücklich und dankbar über das, was kommt, auch wenn es vielleicht merkwürdig anmutet oder du noch gar nicht weißt, wofür es gut sein könnte. Ja,
Die Botschaft der Meister ist so ähnlich. Und zwar sagen sie auch, wenn du irgendwie dich durcheinander fühlst oder verwirrt oder überhaupt, warte einfach ab. Gib dir selbst Zeit und auch der Entwicklung dieser Sache, die da gerade gekommen ist. Ja, wenn du im Moment noch nicht weißt, wofür es ist oder was du damit machen sollst. Und wisse auch, dass es immer zum Besten für dich ist, wie auch immer es gerade aussieht. Und dann sagten sie noch, schreib automatisch, wenn du mehr wissen möchtest. Und da wisst ihr ja, ihr nehmt ein großes Blatt Papier, einen Stift, ich habe zum Beispiel diesen hier, mit dem ihr gut schreiben könnt, und dann schreibt ihr in großen Buchstaben die Überschrift dessen, was ihr wissen möchtet, und dann einfach los. Nicht nachdenken, keine zweite Meinung einholen, das ist nämlich immer der Geist, der da zwischenfunkt, sondern einfach nur schreiben. Und die Überschrift könnte dann so etwas sein wie, was möchte meine Seele oder mein höheres Selbst mir heute sagen? Oder was möchte meine Seele oder mein höheres Selbst, dass ich über das Thema weiß oder erfahre? Und dann sollte das kommen. Ja, also einfach mit ein bisschen Übung geht es wirklich ganz leicht, aber die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, beziehungsweise denen ich diesen Tipp gegeben habe, die haben das einfach gemacht und es hat funktioniert. Ja, ich hoffe, das war hilfreich. An dieser Stelle nochmal die Erinnerung, die Guides leiten auch ein Workout, nämlich das Feel Good Workout Heike Bartels auf YouTube. Alles frei, gratis, Deutsch, Englisch, Spanisch. Wie auch immer ihr das braucht. Alles, worum ich euch bitte, ist genau wie für diesen Kanal, bitte abonniert ihn, damit mehr Menschen das finden und mehr Menschen davon profitieren können, dass ich diese Arbeit mache. Es gibt auch noch mehr von den Guides auf Instagram @HeikeDarms, eine Tagesenergie jeden Tag und so kleine Videos, wo sie immer von Zeit zu Zeit sich zu Wort melden und dann sagen, was wir wissen dürfen sollen. Ja, also nochmal, bitte abonniert den Kanal, wenn es euch weiterhilft. Das hilft dann mir und diesen Informationen, da rauszukommen. Und ansonsten sehen wir euch hier alle dann zum nächsten Update. Eine wunderschöne Woche und ganz vielen Dank.